Tag. Clemens, keine Ahnung, wo ich hier bin. Irgendwo in Gottes herrlicher Natur. Ja. Mit einem Mann im Freistaat Bayern. Ja. Hallo? Halt! Sophie, du sollst zum Chef. Was will denn der Johann von mir? Herr Schüssler, die Sophie wäre dann hier. Grüß dich, Johann. Grüß dich, Sophie. Sitz dich bitte. Was gibt's? Es ist ja so. Die Bank macht Druck. Ich muss rationalisieren, die Kosten drücken. Wo gehobelt wird, da fallen leider auch die Späne. Es tut mir leid, Sophie, aber ich muss dich und noch 3 andere entlassen. Aber ich meine, ich habe doch immer gut gearbeitet. Ich habe nie gefehlt, ich war nie krank. Sophie, der Bruder, der Micha, arbeitet auch hier. Ich kann nicht 2 aus einer Familie in Lohn und Brot lassen. Verstehst du mich? Woanders bricht der einzige Ernährer weg. Warum geht denn der Joko so schlecht? Hat dich das die Bank nicht gefragt? Langsam. Weil du, Abby, glaubst, Becher voll und Deckel drauf und das war's dann. Sophie, jetzt gelangt's. Geh, komm. Der Fisch, der stinkt doch vom Kopf weg. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Servus, Sophie. Ach du, der Carlo hat gerade angerufen, die Chorprobe ist morgen erst um 8. Was ist denn los? Dein Mann hat mich gerade entlassen. Sag einmal, spinnst du, schmeißt du meine beste Freundin raus? Was tust denn du da? Du sanierst doch keinen Betrieb, in dem du deine besten Leute feuerst. Was interessiert dich denn der Betrieb? Dich interessiert doch was ganz anderes. Ja, den Hausschlüssel, ich hab mir ausgesperrt. Ist er das? Warum gehst du nicht hin? Du kannst mich nicht mehr lieben, aber demütigen lasse ich mich von dir nicht. Johann, Eifersucht steht dir einfach nicht. Was ist jetzt mit dem Hausschlüssel? Inge, wenn die Lawine abgeht, dann reißt's alles mit. Ich bring ihn zurück. Und ich krieg ihn, das verspreche ich dir. Ich krieg den Kerl, mit dem du umeinander tust. Nicht schauen, arbeiten! Was ist denn? Dolle! Mietz. Dolle? Micha! Hallo? Mama! Machst du vielleicht einmal die Tür auf? Du, Mama. Ach, hast du geschlafen? Geht's dir nicht gut? Kannst du vielleicht so ungefähr eine halbe Stunde nochmal kommen? Spinnst du? Ich hab einkauft, das zeigen wir's in den Eisschrank. Ich hab erotischen Besuch.
Was hast du? Mama, bitte. Jetzt, Bubi, mach die Tür auf. Grüß Gott, Frau Strohmeier. Du, Evi. Seid ihr jetzt wieder beieinander? Ja, ich denk schon. Für Anna. Mama, hast du meinen Trainingsanzug nicht gewaschen? Dolle. Meinen Trainingsanzug. Hast du den Wäschekorb? Na. Dann ist er auch nicht gewaschen. Hast du aufgeräumt? Na. Hast du dich endlich um eine eigene Wohnung kümmert? Mama, ist was. Der Schüssel hat mich kündigt. Was? Nie geht was rund in meinem Leben. Geh, Mama. Du hast doch immerhin mich. Ja, und eine Wohnung für mein Geldbeutel, die fällt halt nicht vom Himmel. Wir schaffen das schon. Leopold, grüß dich. Servus, Sophie. Ja? Ist das nicht von deiner Katze? Die ist auf der Straße gelegen, direkt vor meiner Tür. Endlich. Was hast du denn da wieder angestellt, Clemens? Doppelter Handgelenkbruch. Wie schafft man denn sowas? Ne? So, jetzt lass dich erst einmal anschauen. Ein bisschen blass, schaust du aus blass? Clemens, ich fahr eben durch das Dorf, da kam von rechts eine Katze. Ich reiß das Steuer rum und dann macht es dusch, so einen dumpfen Schlag. Ja, und ist sie? Ja, weiß ich nicht, ich hab um das Auto geguckt, war nicht mehr da. So, komm. Ich hab nicht allzu viel Zeit. Ich hab heute noch Haushaltssitzung beim Kardinal. Und der ist immer gleich ein bisschen einschnappt, wenn man dann zu spät erscheint. Vielleicht hätte ich doch nicht mit dem Gips fahren sollen. Ich muss die Katze finden. Geh jetzt, das hat Zeit. Ich zeig dir erstmal alles, Kind. Ja, vielleicht ist sie ja nur verletzt. Die Katzen um sie im Leben und unsere Weiß-Blauen, da haben mindestens 8. Und, was sagst du? Naja, sind halt alte Möbel. Da, schau, das ist ja übrigens unser Kardinal. Naja, wenn du die Wände vielleicht in einem leichten Gelb weißeln würdest, hm? Da, schau her, dein eigener Hausaltar. Clemens, wann werden denn hier die Messen gelesen? Ja, da. Das wäre hier quasi dein pastoraler Fahrplan. Und die Gemeinden Kirchheim, Klingen und Ottach müsstest du auch noch mit übernehmen. Also liturgisch mit betreuen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt, gell? Nee. Hier im ländlichen haben sie mir halt mit dem Personal ein bisschen knapp. Aber hier wird wenigstens noch gelebt und gestorben im Einklang mit Gott und der Natur. Muss ich das hier auch mit betreuen? Das erschreckt dich nicht gleich, bitte. Mann, Enneton. Die werden zum Gottesdienst natürlich rausgeräumt. Weißt du, das Dach ist ein bisschen undicht. Aber der Dachdecker ist schon am Rechnen. Ja, und schau, da hast du die Maria vom Guten Rat. Und da oben die heilige Sophia mit ihren 3 Töchtern, der Fides, das Bess und der Caritas. Und da zweimal den Erzengel Michael, einmal ein Groß, einmal ein Klein. Ja, den haben wir ja im Hamburger Michael auch. Du, ich muss jetzt aber weg. Sind Sie der neue Pfarrer? Nein, das ist er. Dann haben Sie meine Katze zusammengefahren, beim Herrgottschnitzer vor der Tür. Ja, die ist mir direkt in den Wagen gelaufen, es tut mir wahnsinnig leid. Mein Name ist Steffensen. Mein Name ist Strohmeier. Und das war die Dorle. Ist sie tot? Entschuldigung, aber das regelt es am besten. Ihr zwei in aller Ruhe unter 4 Augen, ja? Ich muss jetzt wirklich weiter. Also, jetzt wir telefonieren, gell? Frau Strohmeier. Es tut mir wahnsinnig leid, Frau Strohmeier. Aber warum fahren Sie überhaupt Auto mit dem Gips? Ist das überhaupt erlaubt? Naja, also ich bin gut versichert. Ich komme für alles auf. Dagegen sind Sie nicht versichert, Herr Pfarrer. Dagegen nicht.
da. Oh Gott, das ist ja schrecklich. 4 Wochen und schon Waise. Und ich kann es nicht aufziehen. Ich muss mir neue Arbeit suchen und mich um meine Zukunft kümmern. Was machen wir jetzt? Wir machen überhaupt nichts. So. Der wird Sturm ernten. Besser Sturm als Wasser bis zum Hals. Mit wem triffst du denn? Mit der Sophie, der es dann dir jetzt richtig beschissen geht. Da siehst du es einmal. Es gibt durchaus noch Menschen, denen es wesentlich schlechter geht wie dir. Als Johann, als dir. Und finanzielles Elend ist manchmal leichter zu ertragen als emotionales. Warum hast du mich hierher geführt? Ich kann doch auch auf Pellworm, mein Lieben, neu justieren. Und kein Mensch ist doch gerecht und tut nur Gutes hier auf Erden. Das hast du selbst gesagt. Der verdammte Herr macht mir noch wahnsinnig. Entschuldige, o Herr, gib mir die Kraft und ich werde hier das Richtige tun. Na, meine Lieben, habt ihr Hunger? Ich schaff das nicht. Doch, Jens, du schaffst das. Nur keine Panik. Ich pack das hier. Es ist alles nur eine Prüfung Gottes. Und Gottes Wille ist, dass wir es zusammen hinkriegen. Ja, hallo. Glaubt ihr mir nicht? Ja, ich muss auch mal was essen, ne? Nicht immer nur ihr. Jetzt aber aus die Maus, ne? Es wäre schön, wenn wir ein bisschen Verstärkung an Bord hätten. Wunderbar, das Perlon. Wirklich, exzellent. Die Hühner haben wir aus Südfrankreich, von den Jesuiten. Ja? Moin, Clemens. Jens hier. Jo. Sag mal, eine Pfarrhaushälterin, ne? Muss ich die öffentlich ausschreiben? Du, Jens, das kommt jetzt ein bisschen ungelegen. Wir sind mitten im Perlum. Ja, das ist eine Vertrauensstellung, Jens. Das machst du, wie du willst. Ja, guten Appetit. Wie wird ihr denn bezahlt? Ja, nach BAT. Und wenn es bei dir im Pfarrhaus wohnt, muss gesondert GEZ abliefern. Das ist doch schon klar, gell? Und sonst? Alles gut bei euch oben? Alles im Einklang mit Gott und der Krähen der Natur hier. Also, dann, gesegneten Tag. Pfarrhaus Fischbach, Steffensen am Apparat. Ja. Ich komme sofort. Frau Strohmeier, wo finde ich denn die Branghofers? Meinen Sie Branghofer? Ja. Wieso? Ist was passiert? Ist was mit der Franzi? Todesfall, wo finde ich die? Rutschen Sie rüber, Eva. Bevor noch mehr Katzen dran glauben müssen. Au! Der zweite Gang springt immer raus. Und bitte schneiden Sie sich an! Mama! Franzi. Mein Beileid. Steffensen, der neue Pfarrer. So ein Tod hat sie sich immer gewünscht. Herr, gib ihr die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihr. Und lass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen. Der Schüssler hat sie auf dem Gewissen, weil er uns immer mit dem Milchpreis gedruckt hat, der Halsabschneider. Das hat die Mama so krank gemacht. Frau Pranghofer, ich habe meine Mutter mit 12 verloren.
Ist es nicht ein Geschenk, wenn man mit einem Menschen, den man liebt, sein ganzes Leben lang teilen darf? Sie sind aber nicht von da. Wie bitte? Sie sind aber nicht aus unserer Gegend. Nee, mein Vater war Leuchtturmwärter und mit dem Wind konnte ich immer ins Meer spucken. Ging uns her. Mein Gott, das letzte Jahr erst haben wir ihren Fritz beerdigt. Vorsicht! Danke, Frau Strohmeier. Sagen Sie, wissen Sie, wie man hier für die Toten läutet? Toten läutet? Hm? Das muss hier doch irgendwo eine Läutordnung geben. Läuten es halt einfach so, wie Sie denken. Frau Strohmeier, es gibt eine mitteleuropäische Läutordnung für katholische Pfarrkirchen. Und das Totengeläut besteht normalerweise aus 33 Schlägen, entsprechend dem Alter Jesu, zusätzlich 7 Schläge für die armen Seelen. Sowas lernt man als Pfarrer? Nee. Sind Sie eigentlich strafversetzt worden nach Fischbach? Hat das was mit Ihrem Gipsamt zu tun? Ich war Leiter der katholischen Akademie in Hamburg und ich bin aus freien Stücken hier. Außerdem bin ich für feste Regeln und Prinzipien. Und ich würde hier gerne so läuten, wie die Menschen es gewohnt sind. Warum ruft man dann nicht einfach an Leopold an? Der ist hier der Messner. Grüß dich, Leopold, hier ist die Sophie. Wir sind gerade in der Sakristei. Wir suchen das Totengeläut. Die Läutordnung. Die Läutordnung, fragt er. Aha. Ja, warte mal. Schau. Hab schon. Da. Was, damit? Ja. Vor 4 Wochen hat in die Steuerung von den Glocken der Blitz eingeschlagen. Und jetzt hilft man sich halt damit aus. Das ist die Pikante. Inge, du weißt es noch, wie wir im Rotheim oben waren. In der Nacht sind wir aufgekraxelt. 5 Sternschnuppen habe ich dir runtergeholt vom Himmel. 6. Johann, 6 waren's. Sollen wir nicht nochmal aufgehen? Mit deiner Bandscheibe? Oder nach Venedig, dass wir nochmal nach Venedig fahren. Und du gesagt hast, Tauben füttern kann ich auch daheim. Aha. Vibrationsalarm. Dass ich nicht mitkrieg. Warum gehst du nicht hin? Nicht wichtig. Nicht wichtig, ja? Weil er dich sowieso gleich wieder anvibriert, wenn du allein bist. Allein, Johann, bin ich schon lang. Was willst du eigentlich? Was willst du? Willst du die Scheidung? Die kannst du doch gar nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten. Auch noch mal. Inge, wenn du den Ochsen schlachten willst, dann geht das nicht ohne Blut. Und jetzt will ich es wissen. Wer ist es? Johann! Inge, wer? Du tust mir weh! Ich tue dir weh. So ist es jetzt schon, ja. Ich tue dir weh. Ist er hier vom Ort? Das war das Hochzeitsgeschenk von der Tante Liesel! Du bist doch krank! Es tut mir leid, Inge. Was machst du mit mir? Danke, Frau Strohmeier. Wiedersehen. Darf ich Sie noch auf den Tee einladen? Ich muss weiter nach meiner Dorle suchen. Außerdem habe ich noch Wäsche in der Waschmaschine. Aber was ich nicht verstehe, von Hamburg nach Fischbach. Ich meine, sowas macht man doch nicht freiwillig, oder? Mein Freund Clemens Stölzer,
arbeitet im erzbischöflichen Ordinariat in München. Und den kenne ich schon seit dem Priesterseminar. Und als diese Vakanz frei war, hat er mich angerufen und da habe ich ja gesagt. Aber der Fisch fühlt sich doch nicht wohl auf dem Berg. Hier in den Bergen ist man Gott näher. Aber was ich Sie fragen wollte, ist, können Sie sich vorstellen, für mich zu arbeiten? Also sozialversichert, Urlaubsgeld natürlich. Ja. Ja, irgendeiner muss mir doch hier im Haus mal zur Hand gehen mit dem Gips hier. Im Pfarrhaus? Okay. Ich weiß doch nichts vom Himmel. Ja, ich weiß auch nur, dass er sich manchmal in den Pfützen spiegelt. Aber Sie wissen überhaupt nichts von mir. Doch, Sie suchen einen Job und ich habe einen. Aber für jemand ohne TÜV? Ich bin nämlich ausgetreten aus Ihrem Verein. Inge, was ist denn los? Oh, Inge. Ist was mit dem Johann? Entschuldigung, das ist meine Freundin Inge Schüssler. Das ist der neue Pfarrer, Herr Steffensen. Grüß Gott, Entschuldigung. Tag, kommen Sie doch rein. So. Der Johann war immer schon ein sauberer Choleriker. Noch ein Taschentuch? Ja. Bitte. Na, Ingwertee zieht 6 Minuten, Frau Strohmeier. Was wirft Ihr Mann denn Ihnen nun vor, Frau Schüssler? Ist er handgreiflich worden? Na, bloß gegen das Hochzeitsgeschirr. Was wirft er mir nicht vor? Ja, ist um die Molkerei gegangen, um die Entlassungen. Oder vielleicht das 6. Gebot? Frau Schüssler. Du sollst nicht Ehe brechen. Haben Sie oder Ihr Mann dagegen verstoßen? Meinen Sie das jetzt technisch oder emotional? Wahre Liebe ist nicht teilbar. Mei, ich hab halt wen kennengelernt. Ja, und hat Ihr Mann rausgekriegt, wer das ist? Na, das darf er nie erfahren. Es ist jetzt wurscht, du wohnst jetzt erst einmal bei mir, Inge. Besser nicht. Na, sowieso. Der Micha kann bei mir schlafen, dann kannst du in sein Zimmer. Das passt schon. Nein, ich find schon was. Du darfst jetzt nicht allein bleiben, Inge. Also heute Nacht bleiben Sie erstmal hier und morgen sehen wir dann weiter. Und Sie überlegen bitte auch noch mal, ne? Auch ohne TÜV. So, und jetzt sind die 6 Minuten vorbei und wir trinken einen schicken Ingwertee. Ich hab keinen Schatz nicht mehr. Ja, ich bin ganz allein. Hab ja kein Freund nicht mehr. Was soll ich jetzt da? Mit wem hat sie's denn? Die sagt nix, kein Ton. Die wollte nicht einmal zum Chor. Vielleicht ist ja ihr Golflehrer aus Bad Ochsenried. Ja, oder der Fesche Ritschier, findest du? Das ist doch jetzt auch wurscht. Aber was passiert jetzt mit der Molkerei und mit Fischbach, wenn die zwei auseinandergehen? Ich red noch mal mit ihr. Ja, mach das. Halt, stopp, aus! Signore mie, Sant'Osvaldo, per favore, Konzentrazione, eh? Und 1, 2, 3. Servus. Chef! Harry, bringst mir Helles und einen Obstler. Ja, das hat er jetzt von seiner feinen Apothekerstochter. Naja, dann gehen wir halt weiter und dann schlägt der Blitz zum dritten. Grüß dich, Fritzi. Johann. Servus. Und hast was ausgeredet? Aber ich weiß von nix. Gell? Fritzi. Das sind die Handyverbindungen von deiner Frau. Und die Nummer da hat sie in den letzten Wochen 44 Mal angerufen. Hallo! Servus! Servus! Hallo! Ah, guten Abend, die Herren! Grüß dich! Cornuto! Weckerhalt! Wem gehört die? Nicht einmal die Polizei weiß alles. Jedenfalls aus der Funkzelle im Ort. Dann gehen wir ein Stück weiter. Was ist Fischbach? Das ist Fischbach.
Und das ist die Funktion für den Handyempfang. Also kommt er aus. Fischbach. Bis. Ruf an. Telefon. Hallo? Annemil, was? Annemil, du musst lauter reden. Hallo? Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Wenn ich mir das bloß vorstelle, dass das einer von da ist. Den bring ich um. Gar nichts machst du. Pronto? Hey, ja, Tesoro. Du bist schon da? Ja, ich komm gleich. Ja? Hallo, was ist mit deinem Bier? Ja, sag mal, wer zahlt denn jetzt? Wir reden hier über das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe sehen wir heute häufig als Auslaufmodell. Vom Lebensabschnittspartner ist die Rede. Ein Drittel der Ehen werden heute geschieden. In Großstädten sogar die Hälfte. Ja, nun drückt mir mal eure Krallen, ne? Weil ich will nämlich ein volles Haus. Kann ich ins Bad? Ja, das heiße Wasser klemmt. Links neben dem Klo liegt eine Rohrzange. Ah, danke. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich bin die Schwester von dem Herrgottstitzer Leopold Huber. Guten Tag, Frau Huber. Nein, verwitwete Rösler. Ich habe gehört, Sie brauchen eine neue Haushälterin. Im Prinzip ja. Und ich wollte mich bewerben. Das ist alles sehr schön. Ich habe bloß gleich Gottesdienst. Ich könnte morgen schon anfangen. Mögen soller Kirche? Was ist das? Eine süddeutsche Spezialität. Ich glaube bloß, die Stelle ist schon vergeben. Aha. Naja. Grüß dich, Annemil. Da schau her. Willkommen an Bord. Ich hätte eine Bitte. Ich habe im Moment einen mordsmäßigen Knatsch mit meinem Micha. Und ein bisschen Abstand. Ich meine, Sie haben ja Gott sei Dank ein offenes Haus, oder? Ja. Ach so, Sie wollen hier einziehen? Nur vorübergehend. Und wegen der Inge. Schlaft die noch oder ist sie schon wach? Oh. Bitte. Ich kann auch holen, Kerl. Meistern kann und führe mich auf den Weg zurück zu dir. Genau so löst sich gerade mein Leben auf. Geh, Inge.
Du und dein Mann, ihr wart ein Traumpaar in der Gegend. Wenn es bei euch geklappt hätte mit den Kindern, wäre meine Erbschaft trotzdem in der Molkerei. Echt? Das habe ich gar nicht gewusst. Nicht? Na, siehst. Und er ging dann auf und seinem Joghurt und ich ging golfen. Und irgendwann saß man dann da. Er hinter seiner Zeitschrift Bayerisches Niederwild und ich vor dem englischen Hochadel, meiner Illustrierten. Und dann haben wir uns nur noch angeschwiegen. Ich sag dir, ich will von der Hälfte jeden Euro. Und wenn sein verdammter Milchladen im Bach untergeht. Und was ist dann mit den Angestellten? Und denen ihre Familien? Tja, ich muss jetzt an mich denken. Inge, wenn der Johann dich auszahlen muss, dann geht er ganz Fischbach pleite. Du kriegst zwar dein Geld, aber die Molkerei muss zumachen und die Leute stehen auf der Straße. So ist das Leben. Musst denn du immer bloß an dich denken? Wenn jeder nur an sich denkt, kommt auch keiner zu kurz. Ja. Sophie, so hab ich das doch nicht gemeint. Gib freilich. Die anderen sind dir doch wurscht. Sag mal, sind die Gottesdienste hier immer so grottenschlecht besucht? Das ganze Dorf hängt doch an eurer Molkerei. Ach so, man heiratet Mann und hat man das ganze Dorf am Bein, oder wie? Darf ich auch mal was? Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Das ist lächerlich. Rücksicht. Kleinkariert bist du. Egoistisch bist du. Nein, ich bin überhaupt nicht. Das ist gar nicht wahr. Leuchtturmwärtersohn. So, was ist hier los? Ich muss noch ein paar Klamotten aus dem Haus holen, aber ich brauche ja nicht fragen, ob du mitkommst. Nein, ich hab noch zu tun. Ich komme mit. Danke. Ach, Frau Strohmeier, finde ich übrigens super, dass Sie hier aufräumen. Mann in den Tönen! Und da wohnen Sie zu zweit ganz allein? Normalerweise so um die Uhrzeit im Wirtshaus. Johann! Sie können doch Ihre Ehe nicht einfach so aufgeben. Ach du. Ich meine, Sie hatten doch auch mal glücklichere Zeiten. Ja, davon werde ich auch nicht jünger. Dann lieber einen klaren Schnitt. Wir sollten uns beeilen. Neue Pfarrer. Das ist der neue Pfarrer? Ich will wissen, ob ein Handy hat und ob's an ist. Spielst du jetzt komplett? Was soll denn das? Ja, ist an. Glück gehabt. Johann. Herr Schüssler. Eine Krise ist doch immer ein Anfang. Anfang vom Ende, ja. Herr Schüssler, mein Onkel Hein, der war 35 Jahre auf Makrele. Und als er eines Tages nach Hause kam, da hatte Trudi, seine Frau, ein Verhältnis mit so einer Landratte, mit so einem pomadisierten Staubsaugervertreter. Ich will wissen, mit wem sie mich bedrückt. Ihre Frau hat mir erzählt, dass sie jedes Wochenende immer auf ihrem Hochsitz verschwinden. Glauben Sie nicht, dass das der Einsamkeit ein bisschen förderlich sein wird? Darf ich? Die Rache ist mein. Steht in der Bibel. Ja, das hat ja mein Onkel Hein dann auch gesagt. Und dann hat er der Landratte voll was auf die Mütze gehauen. Und wissen Sie, was dabei rausgekommen ist? 15 orientierungslose Staubsauger schwammen in der kalten Nordsee. Johann, lass das Gewehr endlich runter! Drei Schüsse.
Wir sind morgen alle in der Presse. Es wäre für beide besser, eine Auszeit zu nehmen. Und dann sollten sie gemeinsam reden. Gerne mit mir. Herr Schüssler, ich bin für Sie da. Ich bin jederzeit für Sie da. Und wie ist das ausgegangen mit Ihrem Onkel? Naja, er hat sich dann bei Trudi entschuldigt und sie teilt immer noch die Brötchen mit ihm. Ne? Also sie kriegt die untere Hälfte und er den Deckel. Ah ja. Ja, ja. Michael Strohmeier? Ja, hallo. Ja, hallo. Mit wem wollen Sie sprechen? Blödmann. Also, wo? Beim Schützenfest im Festzelt. Wo ich Schützenkönig geworden bin. Aber warum wollen Sie das alles wissen? Weil dann vielleicht der Schmerz nachlässt. Weiter. Ja. Also, die Inge hat mich da angeschaut. Und dann hab ich sie angeschaut. Und dann hat sie gelächelt. Dann hat sie gelächelt. So. Und dann? Ist da ihr rotes Cabrio gestanden. Und wir sind eingestiegen. Habt sie Elektrosition unterlassen? Nein. Dann sind wir hierher zu mir gefahren. Und daher? Es war doch nur ein einziges Mal. Nur ein einziges Mal? Und warum hat sie dann 44 Mal angerufen? Weil sie hier ihren scheiß Ohrring verloren hat. Und immer wissen wollte, ob ich ihn schon gefunden hab. Ja, ich hab ihn gefunden. Die Evi hat ihn im Bettkasten gesehen. Jetzt habe ich nur noch voll den Stress. Mit der Evi, mit der Mama, die ab ins Pfarrhaus ist. Musst du. Sie aber nicht mit dir. Das möchte ich gern selber von ihr hören. Die will ich nicht einmal sehen, Johann. Das kann schon sein, Sophie. Aber das da, das möchtest du vielleicht sehen. Schick, ja. Habe ich ihr im Urlaub geschenkt. Türkis. Fürs Wasser und ihre Augen. Inge, ich hab dein Ohrring gefunden. Komm, schleich dich jetzt, ja? Ja, nicht so schnell. Dieser Ohrring, der interessiert dich vielleicht auch. Du kannst mich zum Beispiel fragen, wo der Ohrring in der Hitze des Gefechts verloren gegangen ist. In einem Bettkasten ist er gelegen. Von deinem Micha. In deinem Haus, wo meine Frau mit deinem Sohn in sein Bett gelegen ist. Da schaust. Jetzt weißt du, wie das ist. Wenn einem das Herz rausgerissen wird. Da, gib mir. Und sag zu ihr. Ja, sag nichts. Wenn du willst, kann ich dir das erklären. Mit meinem Buben. Mit dem Sohn von deiner besten Freundin, der noch nicht einmal sein Zimmer selber aufräumen kann. Ist dir unsere Freundschaft gar nichts mehr wert, sag. Ha? Du kommst hierher. Du lass dich von mir trösten. Ich biete dir sogar an, dass du bei mir wohnen kannst. Und was machst du? Du sagst nichts. Nichts. Keinen Ton. Überhaupt nichts. Sophie, warte mal. Nein, Herr Ratzauer, wir decken das Kirchendach nicht mit Schiefer.
Warum? Warum? Weil das so teuer ist, genau. Ja. Ja, wir hören uns noch. Jo, tschüss. Frau Strohmeier, was ich noch sagen wollte, bevor ich das vergesse. In aller Herrgottsfrüh, so sagt man hier, ne? Da kräht hier immer so ein Hahn und da wollte ich wissen, ob wir eventuell eine Lösung für das Problem haben. Inge, packst jetzt deine Sachen zusammen und verschwindest. Wie bitte? Ihr Ohrring ist im Bett von meinem Buben kling. Ich krieg keine Luft mehr in deiner Nähe. Frau Strohmeier, auch wenn ich die ganzen Details von dieser Situation noch nicht so umreiße, nicht? Aber Frau Schüssler genießt hier immer noch Gastrecht. Ja, sie genießt jetzt hier überhaupt nichts mehr. Sophie, es tut mir leid. Dir tut doch gar nichts leid. Ich hab mich doch entschuldigt. Hallo, hallo, hallo. Flitscherl. Verbohrtes Muttertier, verbohrtes. Sie fühlen sich jetzt verraten. Kann ich gut verstehen. Das tut weh. Ist in der Freundschaft heute überhaupt nichts mehr wert? Oder haben Sie das schon gewusst und ich war bloß der Depp? Na, nee. In Korinther 2,10. Ach, hören Sie mal doch auf mit die Korinther. Oder werden Sie mit der Tochter von Ihrem besten Freund was anfangen? Entschuldigung, aber heute macht doch jeder, was er will. Ich glaube, die Menschen heute wissen immer mehr, was sie wollen, aber nicht, was wirklich für sie wichtig ist. Und die Liebe ist sowieso ein sehr, sehr schwieriges Kapitel. Was wissen Sie denn schon von der Liebe? Frau Strohmeier, ich komme aus Hamburg. Trotzdem, Sie machen die Verkehrsregeln und haben nicht einmal einen Führerschein. Manchmal ist es viel einfacher, sich zu verlieben, als der Liebe zu widerstehen. Und was Frau Schüssler betrifft, verweigern Atheisten den Ertrinkenden eigentlich immer das Rettungsboot? Fragen Sie mich doch lieber, warum ich ausgetreten bin aus Ihrem Verein. Ja, warum wohl? Aus dem gleichen Grund wie alle. Was denn für ein Grund? Naja, weil Sie Ihr Geld lieber woanders verjodeln. Wegen Menschen wie Ihnen rechnet es in deutschen Kirchen rein. Dann, wenn's eng wird, ne? Dann kommt ihr alle wieder. Verjodeln. Chef da oben war es doch scheißegal, wie ich hier unten meinen Sohn allein durchbringe. Mit nix. Ja, hier red's euch leichter um, auf der Kanzel. Aber da unten im täglichen Leben, da haut's ihm dann voll ins Gesicht. Hat mich als Vater Sie denn nicht unterstützt? Wenn wir ihn braucht hätten, den da oben, da hat er immer einen Krebs geschickt, einen Wolfi. Das war meine große Liebe. Wir sind dann von München wieder hier zurück nach Fischbach gezogen und ich habe ihn dann gepflegt bis zu seinem Tod. Dabei. Dabei? Dabei waren wir nicht einmal verheiratet. Nur wenn man an sich selber glaubt, dann kriegt man vielleicht ein Stück Geld vom Himmel. Dieses Mistviech. Wir wollen es aussperren. Was ist da los? Lass ihn fliehen!
ist zu Hause, aber er macht nicht auf. Mit den Bettel hinschmeißen oder was? Und ich hab das alles vergessen. Wie werden mein Mulcher anders los? Ich kriege eh nichts mehr dafür. Können wir das Viehzeug anfressen? Was er läuft, das Futter kostet. Alles war so kein Scheiß. Von der Scheißenergie ganz zu schweigen. Oh doch, Herr Ransbeuer, da ist aber noch richtig Luft drin. Oder soll ich den Auftrag wieder deutschlandweit ausschreiben lassen? Nee, da bin ich, aua, richtig hartnäckig. Ja, ja. Wiederhören. Hallo. Oh. Grüß Gott. Moin, moin. Wir kennen uns noch nicht. Steffensen, der neue Dorfpfarrer. Ich bin die Sissi. Oh, ist die Frau Schüssler da? Hallo Sissi, was gibt's denn? Guten Morgen, was denn los ist, was mit dem Johann? Ja, wir sollen ihn alle in Ruhe lassen und die Molkerei ist abgesperrt. Ich komme. Ich komm mit. Ja, ich komm nach, ich geh noch duschen. Duschen. So eine Sauerei! Wirst du so viel? Mischa, schamst du dich überhaupt nicht? Ruhig, Mama, das war ich nicht. Ruhig. Geht das meine ich doch nicht. Hast denn du überhaupt keinen Anstand mehr? Mama, das war ich auch nicht. Die Inge war's. Da reden wir noch drüber, ja? Entschuldigung, Herr Pfarrer, das ist mein Sohn, der Mischa. Moin. Hallo. Aber die Milch, die muss noch verarbeitet werden. Was machen wir jetzt? Das hast du am Handy auch nicht erreicht. Nein, geht nicht ran. Wir brechen das Tor auf. Das ist Haus Friedensbruch. So, halt mal die Seite da. Musik. Nicht schlecht, Herr Pfarrer. Ganz toll, Herr Pfarrer. Ja, da nicht für. So, ich gehe jetzt zu Schüssler. Ich komm mit. Nee, Sie bleiben hier und warten auf seine Frau. Ich warte überhaupt nichts. Komm, Sissi, wir gehen jetzt und schauen sein Büro an. Ja. Und dich klopfen wir später vor. Was trödelst denn jetzt da rum? Der Safe. Sag einmal, weißt du, wo er den Schlüssel von dem Safe hat? Wieso? Ja, weil wenn der leer ist, dann wissen wir doch, was geschlagen hat. Aber pst, gell? Logisch. Halt mal. Aus München? Ja, sauer. Vierte Gott. Hier, unser Milch, unser Joghurt, alles nicht mehr up to date. Das steht da. Ja, Milch ist jetzt nicht einfach Milch, sondern ein Vitalgetränk. Und unser Joghurt-Image ist völlig überholt. Oha. Sind das die Schuhe Ihrer Frau? Aus Venedig. Von mir bezahlt. Asche zu Asche. Ja, Ihre Frau ist unglücklich und unglückliche Menschen machen manchmal dumme Dinge. Wenn Sie mir jetzt meine Frau erklären, Sie stehen doch sowieso auf Ihrer Seite. Nein, ich versuche doch nur rauszufinden, was vielleicht schief läuft in Ihrer Ehe.
Fühlen Sie sich von Ihrer Frau im Stich gelassen? An mir hängt doch alles. Ich muss alles allein entscheiden. Nicht das Album. Das ist doch Ihr ganzes Leben. Das können Sie doch nicht verbrennen. Unsere gesammelten Reiseerinnerungen. Weiß für die Katz. Wir müssen dringend frisches Apfelmaterial bestellen. Sonst können wir demnächst die 15.000 Liter Milch gerade in Ausguss schütten. Und jetzt? Ja, sie bestellt halt einfach. Ja, ich bin doch nicht geschäftsfähig. Ich brauche doch die Unterschrift vom Chef. Oder die von seiner Frau. Red doch du mal mit ihr. Auf keinen Fall. Vergiss es. Warum denn nicht? Das verstehst du nicht. Na, ist er inzwischen aufgetaucht, unser Held. Na, also nicht. Frau Schüssler, wir bräuchten Ihre Unterschrift. Die Unterschrift für was? Wer ist wir? Ja, wir, die Molkerei. Wir müssen eine Bestellung rausgeben für Milch- und Joghurtbecher. Frisches Apfelmaterial müssen wir bestellen. Da schreibt nichts. Ja, aber warum denn nicht? Da bin ich vielleicht noch mitschuld an dem Chaos da, na danke. Kann ich mal allein mit dir reden? Bitte, aber ich unterschreibe nichts, gar nichts, niente, die nada, verstehst du? Boah, du kotzt mich an. Du hast 3 Scheckkarten, 2 Autos und ein bequemes Leben, um das dich alle hier beneiden. Was willst du denn jetzt auch noch von meinem Micha? Sag mir das. Sophie, falls du es noch nicht gespannt hast, dein Herzipuppel wird bald 30, der braucht seine Mama nimmer. Wir brauchen deine Unterschrift. Was aus der Molkerei wird, ist mir scheißegal. Ist das dein letztes Wort? Ja. Ja, dann. Und ausgerechnet alle bei mir daheim. Das ist einfach das Letzte. Inge, reiß dich zusammen. Raff dich auf und hilf mir, die Molkerei zu retten. Du, da hängen Familien dran. Nicht, dass sie nur einer aufhängt aus lauter Verzweiflung. Und dann kannst du dich nämlich nimmer im Spiegel anschauen. Donnerlotte. Bildschöne Frau. Vor 14 Jahren. Wo haben Sie sich kennengelernt? In München, beim Fasching. Ich heiße Balou der Bär und sie ist Yolanda, die wunderschöne Märchenkönigin. Und dann haben Sie gleich geheiratet? Erst mal waren ihre Eltern dagegen, weil ich nicht studiert habe. Aber sie hat zu mir gestanden. Wir zwei, hat sie gesagt. Wir zwei gehen bis ans Ende der Welt. Hat sie gesagt. Und jetzt? Jetzt sind wir am Ende der Welt. Haben Sie was ausrichten können beim Johann? Ja, wir haben seinen Geländewagen vollgepackt und jetzt ist er auf seiner Yachthütte. Er sagt, er ist fertig mit der Welt. Da oben gibt's keinen Gott, da gibt's bloß lauter Löcher. Was machen wir denn jetzt? Ich bitte Gott um neue Kraft. Sollten Sie auch mal probieren. Aber Sie können ja mit Maria reden, weil vielleicht verstehen Sie Frauen ja besser. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Das bringt doch nichts. Stehst da rum und schaust einfach zu, wie der ganze Dorf den Bach runtergeht. Wie die Inge uns alle hängen lässt. Mit Ihrer Unterschrift kann man wenigstens schon mal das Apfelmaterial bestellen. Verstehst du das? Wir Frauen, wir müssen doch zusammenhalten.
müssen zusammenhalten. Ich wollte sagen, es tut mir alles furchtbar leid und mich bei dir entschuldigen und ich bin dabei. Danke, Maria. Frau Haus Fischbach Steffensen? Du, Jens, ich hab da gerade eine E-Mail, die eigentlich an den Kardinal adressiert ist. Da beschwert sich ein gewisser Leopold Huber, Herrgottschnitzer in der dritten Generation aus Fischbach, dass die Stelle der Pfarrhaushälterin nicht ausgeschrieben war. Ja, warte, ich zitiere. Und dieser gottlosen Sophie Strohmeier statt meiner Schwester Anna Mirl, einer grundanständigen Frau im 71. Lebensjahr, diese Vertrauensstellung überlassen wird. Dann ist noch die Rede von einem ländlichen Sodom und Gomorra, einem Dorf vom Abgrund und so weiter. Das war alles Tüdelkram, Mensch. Du selbst hast mir doch gesagt, ich kann das machen, wie ich will mit der Bewerbung. Na ja, sicher. Aber du weißt doch, Neider gibt's überall. Die sterben nicht so schnell aus. Also, dann, gell, tapfer bleiben. Du auch, ne? Tschüssing. Weißt du, Inge, wie der Herr Steffensen dich gefragt hat, neulich, wie das sechste Gebot geht? Da haben wir es beide nicht so richtig gewusst. Vielleicht könnte ja die Kirche ein bisschen auf die Molkerei zugehen. Oder umgekehrt. Ja, vergiss, komm mal gleich, mach zu. Wisst ihr, der Mai ist so lieb im Mond. Die Welt ist so schön. Und ihr seid noch schöner. Grazie und bis nächste Woche. Alt und Sopran, Entschuldigung mal, können Sie mal da bleiben, bitte? Franzi, du auch, wenigstens 10 Minuten. Weil die Inge, die will euch nämlich was sagen. Ja, also, ich wollte sagen, das tut mir alles furchtbar leid, wie das so gekommen ist. Und ja, also wir Frauen, wir müssen doch zusammenhalten, damit das nicht alles den Bach runter. Aber was sollen wir denn machen? Der Johann ist schuld. Also auf jeden Fall brauchen wir ganz dringend neues Abfüllmaterial, weil sonst geht überhaupt nichts weiter. Das habe ich schon unterschrieben. Inge! Und für unseren Joghurtbecher. Als erstes brauchen wir einen neuen Slogan, weil Milch tut so gut. Das ist doch euer Hut, oder? Jetzt macht's aber ein bisschen schneller, ich muss zurück in den Stall. Gut, wenn du mir sagst, wie das zweite Gebot geht? Das zweite Gebot? Ja. Kennst du das zweite Gebot? Kennt irgendjemand das zweite Gebot? Ihr seid doch alle katholisch oder bloß auf dem Papier? Ja. Ich kenn bloß das sechste. Ja, das denke ich mal, dass du das kennst. Und das siebte Gebot? Kennt irgendjemand das siebte Gebot? Seht's das? Ich hab da nämlich eine Idee. Ja, da schreiben wir das drauf. Das nicht Ihr Ernst? Freilich. Sie wollen da die 10 Gebote draufschreiben? Nein, nein, auf jeden Becher eins. Also da steht dann da die Geschmacksrichtung und da oben drauf schreiben wir zum Beispiel das dritte Gebot. Und wenn Sie den ganzen Becher ausgelöffelt haben, dann ist da drin die Auflösung. Ja, aber was ist das dann? Katholisch für Anfänger oder was? Die Menschen sind doch wieder hungrig nach einem Sinn im Leben. Ja, aber doch nicht mit Mango-Geschmack. Die Menschen suchen wieder nach Regeln und Werten. Und heutzutage weiß doch kaum mehr einer, was die 10 Gebote überhaupt sind. Wenn jetzt aber der Becher jeden Morgen so auf dem Frühstückstisch steht, dann reden wir vielleicht wieder drüber. Und das sagen Sie mir als stramme Gottlose? Mei, man muss das auch ein bisschen pragmatisch sehen, oder? Sie haben dann wieder mehr Leute in der Kirche? Und der Molkerei hilft's vielleicht auch wieder auf die Beine. Die Frage ist nur, gibt's da eigentlich ein Copyright? Ich meine von Ihrer Seite. Ein Copyright auf die 10 Gebote.
Ja, Jens, das musst du stoppen. Das musst du sofort stoppen. Ein Copyright. Diese Frage will ich jetzt gar nicht erst nach oben ventilieren. Das haben die Frauen von Feschbach hier so beschlossen. Die Frauen, die singen in der Kirche mit, aber die geben doch nicht den Ton an. Wenigstens noch nicht in unserem Verein. Clemens. Und schon gar nicht in Glaubensangelegenheiten. Das geht hier um 29 Arbeitsplätze. Nein, Jens, da geht es um mehr. Da geht es um deine pastorale Autorität. Und die kannst du dir nicht von 15 wild gewordenen Weibern, entschuldige bitte diese Formulierung, untergraben lassen. Clemens! Da kannst du nicht aufs Joghurt schreiben. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib unter einer Deckel mit dem Kreuz drauf. Und was ist mit dem Engel? Hallo. Und? Haben Sie gesprochen, Ihren Freund aus München? Tja, tut mir leid. Gib keine Rückendeckung von oben. Ja, haben die jetzt das Copyright oder haben sie es nicht? Ja, das ist nicht geklärt. Na also, kein klares Nein. Was heißt das jetzt? Das ist nicht ihr Problem. Kriegen Sie Schwierigkeiten? Sie müssen tun, was Sie tun müssen und ich werde mich dafür gerade machen. Soll ich uns schon eine Pizza auftauen? Gern. Ich komm gleich. Stellen Sie sich vor, wir kriegen die Becher mit dem neuen Aufdruck für 1,9 Cent und die Deckel für 0,8 Cent. Und der Tölzer Bote möchte über unseren moralischen Joghurt eine ganze Seite machen. Gratuliere. Sie kriegen aber jetzt nicht Schwierigkeiten wegen uns. Bei Sturm legt sich ein Schiff immer auf die Seite. Und ich bin ja froh, dass Sie sich von meiner Geschäftsleitung nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich wollte Ihnen das eigentlich schon die ganzen Tage sagen. Aber mir hat noch nie was im Leben so viel Freude gemacht wie die Arbeit hier bei Ihnen. Danke. Und ich habe noch nie eine so gottlose Frau wie Sie mit so viel christlicher Nächstenliebe kennengelernt. Wie kommen Sie jetzt eigentlich ausgerechnet hierher nach Fischbach? Ich habe mich in Hamburg in eine Frau verliebt. Ich bin hier, um rauszufinden, was stärker ist. Meine Gefühle zu ihr oder meine Liebe zu Gott. Und sie hat Ihnen den Arm gebrochen? Nee, das war eine kleine tätowierte Ratte. Entschuldigung, Herr. Das war ein junger Mann mit visuellem Körperschmuck und der wollte ihr vom Moped aus die Handtasche klauen. Da hatte ich was dagegen und dann hat er mich ein paar Meter mitgenommen und dann so dann bum bum. Erdbeere, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Zweites Gebot, Mango. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und jetzt in Gottes Namen bitte rechts abbiegen. Maren Josef. Na, Gott sei Dank. So ein Luderfick, mich so zu erschrecken. Na, aus München. Also Ihre Katze da, ohne links oder rechts schauen, einfach. Gestatten, Huber, Herrgottschnitzer in der dritten Generation. Huber. Leopold Huber. Moment, haben Sie nicht? Ja, ich hab schon die privaten Krippenfiguren für den Kardinal Rosenlieb geschnitzt. Ja, und haben Sie nicht auch unlängst dem Herrn Kardinal eine E-Mail geschickt wegen der Pfarrhaushälterin? Ach so, deswegen sind Sie da. Ja, das sollten Sie wissen. Herr Huber. Wissen Sie, die Frau Strohmeier. Herr Huber, jetzt passen Sie mal auf. Wenn Sie ein Problem hier vor Ort haben, warum reden Sie dann nicht erst einmal selber mit dem Herrn Pfarrer? Zum Beispiel am Sonntag, nach der Kirche, statt seine Eminenz, den Herrn Kardinal, da gleich mit einer E-Mail zu bombardieren. Oder gehen Sie am Sonntag vielleicht gar nicht zum Gottesdienst? Doch, freilich. Ja, sonst müssten wir uns einmal ernsthaft überlegen und überprüfen, ob Sie überhaupt als würdig genug erachtet werden können, in Ihrer Profession als Herrgottschnitzer überhaupt ausüben zu dürfen. Ohne höhere Lizenz sozusagen. Herr Hochwürden. Na, Herr Scheuermann. Die Schüsselkuh bleibt natürlich auf die Becher. Das ist, sie ist drin. Ja, in bayerisch-blau, genau. Und die 10 Gebote in katholisch-schwarz. Ja, die Anzeige über die ganze Seite, Herr Kinzig, genau. Und der Joghurtbecher wie gehabt und obendrauf das Engel. Ja, so wollen wir es haben. Genau. Genau. Das wird ein Riesenerfolg. Das musst du unbedingt dem Johann sagen. Weißt du was? Ich hol das Auto und fahr den auf die Jagdhütte. Ich komm gleich. Dir ist offenbar noch immer nicht ganz klar, was du dir da eingehandelt hast. Auf was für eine Zeitbombe du da sitzt mit dieser Sophie Strohmeier. Aber Clemens. Jens, diese Frau zahlt seit über 15 Jahren keine Kirchensteuer mehr. Und jetzt halte ich fest, ihr Sohn ist auch noch unehelich. Ja, was mir dieser Herrgottschnitzer da noch alles erzählt hat. Ja, die hat eine Affäre gehabt mit einem verheirateten Mann. Und in München war es auch noch bei der Bauchtanztod mit dabei. Das weiß ich doch alles, Clemens. Ich weiß auch, dass sie keine Kirchensteuer zahlt. Und da hast du sie trotzdem eingestellt? Ja, bist du jetzt vollends vom Heiligen Geist verlassen? Clemens, die Zeit der Scheiterhaufen ist vorbei. Und jetzt hör mir mal zu. Nein, jetzt hörst du ausnahmsweise einmal mir zu. Ja, diese Frau ist die reinste Destruktion. Die 10 Gebote auf Joghurtbecher. Das ist ihre subversive Fantasie. Das sind lukullische Verirrungen. Das ist ja schlimmer wie die 7 Todsünden aus Eislutscher. Clemens. Und wir wüssten das dem Kardinal erklären, ne? Dass sie gute Arbeit macht und mich in jeder Hinsicht unterstützt. Jens. Dass sie eine Stütze für die Gemeinde ist und sie ist gut zu den Leuten. Ich entlasse sie nicht. Jetzt, ist einmal her. Du willst doch nicht allen Ernstes ein disziplinarrechtliches Verfahren einhandeln, oder? Ist das deine Absicht? Du bist aber weg vom Fenster. Du kannst vielleicht gerade noch als freier Wanderprediger über die Lande ziehen, aber nicht mehr für unseren Verein, wohlgemerkt. Jens, als ein Mann Gottes, als ein geistliches Gefäß sozusagen, weißt du doch nur zu gut, dass unsere kirchliche Gemeinschaft von zwei Dingen getragen und zusammengehalten wird. Nämlich in erster Linie von der Liebe zu Jesus Christus, unserem Herrn, und zweitens von der Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge. Was schlägst du vor? Ja, das Notwendige. Du musst sie entlassen. Ich soll sie verraten wie Judas? Jetzt, wo ich ihr Vertrauen habe? Jetzt sag bloß, du hast doch nicht einmal Ende mit ihr ins Paradies geschaut, wie mit deiner hübschen Hamburger Bibliothekarin, oder? Clemens. Na Gott sei es gedankt. Also Jens, jetzt heißt es stramm bleiben. Und wenn die Strohmeier zurückkommt, dann erledigst du das. Ich meine vielmehr sie. Und zwar in aller Ruhe und elegant.
gerade hat es angefangen, dass mir solch eine Freude macht. Soll ich vielleicht einmal mit ihm reden? Die machen doch im Himmel keinen Finger krumm für mich. Die haben keinen Schutzengel für mich. Johann! Johann! Der muss da sein. Johann! Yes! Verschwind's! Lass mir mal Ruhe! Johann! Du! Wir haben ein neues Marketingkonzept für deinen Joghurt! Johann, ich will doch gar keinen anderen Mann! Aha! Tut's der Alte plötzlich doch noch! Wir haben Anfragen bis weit hinter München! Probier's! Der liebt dich noch! Du, das neue Becherdesign ist sowas von geil! Design rettet unsere Ehe nicht. Jetzt reicht's. Vorsicht, Inge. Balu, mein Bärchen. Balu, ich komm jetzt hoch. Ich lieb dich doch. Hör auf damit, Balu. Ist Ihr Freund aus München wieder weg? Ja. Frau Strohmeier. Ich muss mit Ihnen reden. Ich bin müde. Sagen Sie mir's morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Mei, Inge. Das erste Mal, wo wir zwei hier oben waren, auf dem Rotrand, habe ich da 5 Sternschnuppen vom Himmel runtergeholt. Na, Bärchen, das waren 6. Du hast recht. Ach, das tut mir alles so leid, Inge. Ich war so in Hornox. Entschuldigung. Mir tut's auch leid, alles. Mama, wenn die 10 Gebote laufen, dann stellt dir der Schüssler sicher wieder ein. Mischa, mir ist so gut gegangen im Pfarrhaus. Ich habe ein Stück Geld vom Himmel gesehen. Ich gehe nicht mehr zurück in die Molkerei. Ich suche mir jetzt in München eine neue Arbeit. Und du wirst endlich ein bisschen selbstständig. Hm? Irgendwie kein schönes Gefühl. Ach, du machst es schon. Tete Bobby. Servus.
Frau Strohmeier! Sie können doch nicht einfach weggehen. Wir brauchen Sie doch, um die Molkerei zu retten. Wenn Sie von Bord gehen, dann gehe ich auch. So ein Schmarrn. Was reden Sie denn da? Wie soll ich denn die Kirche ohne Sie vollkriegen? Ich bin doch so gut wie entlassen, oder? Wer hat Ihnen denn den Tünkram eingetütet? Ein Pferd und einen Esel, beide waren gleichmäßig beladen zum Markt. Irgendwann konnte der Esel nicht mehr und bat das Pferd aus der Puste: Ey Pferd, du bist doch viel größer und stärker als ich, kannst du mir nicht ein bisschen abnehmen? Das Pferd aber schüttelte nur abweisend den Kopf. Keuchend schleppte sich der Esel weiter und brach schließlich vor Erschöpfung tot zusammen. Jetzt blieb dem Bauern gar nichts mehr anderes übrig, als dem Pferd die ganze Last aufzubürden. Er zog sogar dem Esel noch das Fell ab und lud es dem Pferd obendrauf. Hilf zeitig, wo du helfen kannst. Hilf dem Nachbar löschen, bevor das Feuer auch dein Dach ergreift. Die Frauen aus Fischbach haben in dem christlichen Sinne gehandelt, wie es auch in dem Brief an die Galater im Neuen Testament heißt. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gott, Frau Spickmüller, was gibt's Neues auf der Welt? Ist wieder so ein Problembär aus Tirol rübermarschiert. Ja, das wird den Ministerpräsidenten überhaupt nicht freuen. Und das ist eins von den neuen moralischen Joghurts aus Fischbach. Heidelbeeren, Molkerei Schüssler, das vierte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was denken Sie? Eine gute Idee. Meinen Sie nicht, dass wir in der Umgebung ein bisschen unseriös erscheinen? Herr Kardinal, vorhin hat gerade meine Schwester angerufen aus Garmisch. Da haben alle Schulen das Zehn-Gebote-Joghurt eingeführt. Na wirklich? So kommt unser Glauben in aller Munde. Und was wollen wir mehr? Na, geschmacklich nicht schlecht. Aber wo ist unser Gebot? Auslöffeln. Auslöffeln steht dann unten auf dem Boden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Aber wenn ich länger drüber nachdenke, rufen Sie mir doch den Domkapitular Stölzer an. Er soll schnell rüberkommen. Eminenz. Kommen Sie, setzen Sie sich. Sie sind doch für den neuen Pfarrer in Fischbach verantwortlich. Na ja, verantwortlich kann man jetzt nicht gerade sagen. Ich habe ihn heute wegen der Vakanz. Auf Ihr Betreiben hin hat er doch die Stelle erst bekommen. Hm? Ja, als Vertretung erstmal, aber ich hatte ja keine Ahnung. Herr Stölzer, so ein Talent lass man nicht mehr ziehen in den kalten Norden. Und ich mache Sie persönlich dafür verantwortlich, sonst. Wissen Sie was? Ich muss doch am Sonntag nach Bad Ochsenring wegen meinem Rücken. Da fahren wir einfach zusammen in Fischbach vorbei.
nun hinter Fischbach aufgefunden. Ja, dann bist du ja die Dorle, was? Bist du die Dorle, hm? Frau Strohmeier! Frau Strohmeier! Was ist? Die Dorle ist wieder da! Die Dorle ist ja. Guck mal. Meine Süße. Quietsch, Fidel und alles dran. Mal, du, wo warst du denn? Frau Strohmeier, haben wir eigentlich die Milchkanne weggenommen, wenn der Kardinal kommt? Warum denn? Der soll doch ruhig sehen, dass es reinregnet. Haben Sie auch wieder recht. Joghurt ein ganzes Dorf retten. Das ist großartig, großartig. Naja, das war ja nicht ich, das waren ja die... Wir sind wirklich alle voll des Lobes über dich, Jens. Ich habe leider nicht viel Zeit, aber ich fahre nicht wieder weg, ohne Ihre feste Zusage für die Pfarrei. Das regle ich schon alles mit ihm, Eminenz. Ja, ja, wir haben ja nach der Messe noch einen kleinen Imbiss, wenn Sie da... Wunderbar, da können wir dann noch die Details besprechen. Wissen Sie, Eminenz, wer einmal die Berge hier gesehen hat, der will sobald nicht mehr zurück ins flache Land. Und alles wieder im Griff, ohne Ärmelschoner? Ja, da gibt es ab und ich habe wieder voll eingeflaggt im Dienste des Herrn. Allerdings stelle ich eine Bedingung. Herr Stölzer, Sie regeln das alles, ne? Entschuldigung, ich muss zu meinem Wunderheiler nach Bad Ochsenried. Tschüss. Du kannst doch den Kardinal und mich nicht einfach erpressen. Das tut mir zu einer Person. Ich habe es dir gesagt. Nicht ohne Frau Strohmeier, Clem. Ich verstehe einfach nicht, was du an dieser... Warte, ich mach das schon. Ah! Nicht schon wieder. Ah! Oh! Tut's noch sehr weh? So was Blödes. Tut mir wirklich leid. Ja, zum Glück ist das ja der Rechte. So. Danke, Frau Strohmeier. Und? Schmeckt's? Schmeckt fast ein bisschen wie ein Perlhuhn. Vielleicht um eine Spur kräftiger. Na, ein Perlhuhn ist es nicht. Pudel. Das ist Gockel um 5:30. Für den gesunden Schlaf vom Herrn Steffensen. Wir haben den Hahn. Ja, gutes Zureden hilft bei dem Schreihals nix. Sapperlot. Du, sag Jens, dir gefällt's doch mittlerweile hier in Fischbach. Du hast dich doch mittlerweile recht gut akklimatisiert, eingewöhnt. Weil die Sache ist nämlich die, ohne deine Zustimmung geht's mir nicht sehr viel anders als diesem gebratenen Federfee am Tisch. Der Kardinal jedenfalls ist ganz begeistert von dir. Die Gemeinde wird sich auch freuen, wenn's bleiben würden, Herr Steffensen. Ich bleib nur auf Kurs mit ihr. Ja. Und? Naja, ich könnte mir vorstellen,
wenn das mit der Finanzierung von dem Kirchendach mal ein bisschen flotter gehen wird. Ja, von meiner Seite gibt's da kein Problem. Wir müssen nämlich immer noch die Milchkübel drunter stellen und das verwässert den Glauben. Gut, wenn Sie das meinen. Dann hätten wir noch das kaputte Glockengläut. Ist schon notiert. Und in Tannheim die türkische Familie Özmir mit den 9 Kindern. Was? Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird es wiedersehen. La Paloma, ohe, einmal muss es vorbei sein. Du Erinnerung an Stunden der Liebe, bleib noch allein zurück. Oder die von seiner Frau. Red doch du mal mit ihr. Auf keinen Fall. Vergiss es. Warum denn nicht? Das verstehst du nicht. Na, ist er inzwischen aufgetaucht, unser Held? Na, ist er nicht. Frau Schüssler, wir bräuchten Ihre Unterschrift. Wie, Unterschrift für was? Wer ist wir? Ja, wir, die Molkerei. Wir müssen eine Bestellung rausgeben für Milch- und Joghurtbecher. Frisches Apfelmaterial müssen wir bestellen. Unterschreibt nichts. Ja, aber warum denn nicht? Da bin ich vielleicht noch mitschuld an dem Chaos da, na danke. Kann ich mal allein mit dir reden? Bitte, aber ich unterschreibe nichts, gar nichts, niente, die nada, verstehst? Boah, du kotzt mich an. Du hast 3 Scheckkarten, 2 Autos und ein bequemes Leben, um das dich alle hier beneiden. Was willst du denn jetzt auch noch von meinem Micha? Sag mir das. Sophie, falls du es noch nicht gespannt hast, dein Herzipuppel wird bald 30, der braucht seine Mama nimmer. Wir brauchen deine Unterschrift. Was aus der Molkerei wird, ist mir scheißegal. Ist das dein letztes Wort? Ja. Ja, dann. Und ausgerechnet alle bei mir daheim. Das ist einfach das Letzte. Inge, reiß die zusammen. Raff dich auf und hilf mir, die Molkerei zu retten. Du, da hängen Familien dran. Nicht, dass sie nur einer aufhängt aus lauter Verzweiflung. Und dann kannst du dich nämlich nimmer im Spiegel anschauen. Donner Lotte. Bildschöne Frau. Vor 14 Jahren. Wo haben Sie sich kennengelernt? In München, beim Fasching. Ich heiße Balu der Bär und sie ist Yolanda, die wunderschöne Märchenkönigin. Und dann haben Sie gleich geheiratet? Erst waren ihre Eltern dagegen, weil ich nicht studiert habe. Aber sie hat zu mir gestanden. Wir zwei, hat sie gesagt. Wir zwei gehen bis ans Ende der Welt. Hat sie gesagt. Und jetzt? Jetzt sind wir am Ende der Welt. Kardinal und mich nicht einfach erpressen. Dazu mit so einer Person. Ich habe es dir gesagt. Nicht ohne Frau Strohmeier. Klepp! Ich verstehe einfach nicht, was du an dieser. Warte, ich mach das schon. Ah! Nicht schon wieder. Ah! Oh! Tut's noch sehr weh? So was Blödes. Tut mir wirklich leid. Ja, zum Glück ist das ja der Rechte. So. Danke, Frau Strohmeier.
Und? Schmeckt's? Schmeckt fast ein bisschen wie ein Perlhuhn. Vielleicht um eine Spur kräftiger. Nein, Perlhuhn ist es nicht. Pudel. Das ist Gockel um 5:30. Für den gesunden Schlaf vom Herrn Steffensen. Wir haben den Hahn. Ja, gutes Zureden hilft bei dem Schreihals nix. Sapperlot. Du, sag Jens, dir gefällt's doch mittlerweile hier in Fischbach. Du hast dich doch mittlerweile recht gut akklimatisiert, eingewöhnt. Weil die Sache ist nämlich die, ohne deine Zustimmung geht's mir nicht sehr viel anders als diesem gebratenen Federfärmtisch. Der Kardinal jedenfalls ist ganz begeistert von dir. Die Gemeinde wird sich auch freuen, wenn's bleiben würden, Herr Steffensen. Ich bleib nur auf Kurs mit ihr. Ja. Und? Ich könnte mir vorstellen, wenn das mit der Finanzierung von dem Kirchendach mal ein bisschen flotter gehen wird. Ja, von meiner Seite gibt es da kein Problem. Wir müssen nämlich immer noch die Milchkübel drunter stellen und das verwässert den Glauben. Gut, wenn Sie das meinen. Dann hätten wir noch das kaputte Glockengläut. Ist schon notiert. Und in Tannheim die türkische Familie Özmir mit den 9 Kindern. Was? Ein Wind von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird es wiedersehen. La Paloma, ohe, einmal muss es so. Genau, genau. Das wird ein Riesenerfolg. Das musst du unbedingt dem Johann sagen. Weißt was? Ich hol das Auto und fahr hinauf auf die Jagdhütte. Ich komm gleich. Dir ist offenbar noch immer nicht ganz klar, was du dir da eingehandelt hast. Auf was für eine Zeitbombe du da sitzt mit dieser Sophie Stromer. Aber Clemens. Jens, diese Frau zahlt seit über 15 Jahren keine Kirchensteuer mehr. Und jetzt halte ich fest, ihr Sohn ist auch noch unehelich. Ja, was mir dieser Herrgottschnitzer da noch alles erzählt hat. Naja, die hat eine Affäre gehabt mit einem verheirateten Mann. Und in München war es auch noch bei der Bauchtanztruppe dabei. Das weiß ich doch alles, Clemens. Ich weiß auch, dass sie keine Kirchensteuer zahlt. Und da hast du sie trotzdem eingestellt? Ja, bist du jetzt vollends vom Heiligen Geist verlassen? Clemens, die Zeit der Scheiterhaufen ist vorbei. Und jetzt hör mir mal zu. Nein, jetzt hörst du ausnahmsweise einmal mir zu. Ja, diese Frau ist die reinste Destruktion. Die 10 Gebote auf Joghurtbecher. Das ist ihre subversive Fantasie. Das sind lukullische Verirrungen. Das ist ja schlimmer wie die 7 Todsünden aus Eislutscher. Clemens. Und wie willst du das dem Kardinal erklären? Ne? Dass sie gute Arbeit macht und mich in jeder Hinsicht unterstützt. Jens. Dass sie eine Stütze für die Gemeinde ist. Und sie ist gut zu den Leuten. Ich entlasse sie nicht. Jetzt, ist einmal her. Du willst doch nicht allen Ernstes ein disziplinarrechtliches Verfahren einhandeln, oder? Ist das deine Absicht? Du bist aber weg vom Fenster. Du kannst vielleicht gerade noch als freier Wanderprediger über die Lande ziehen, aber nicht mehr für unseren Verein, wohlgemerkt. Jens, als ein Mann Gottes, als ein geistliches Gefäß sozusagen, weißt du doch nur zu gut, dass unsere kirchliche Gemeinschaft von zwei Dingen getragen und zusammengehalten wird. Nämlich in erster Linie von der Liebe zu Jesus Christus, unserem Herrn, und zweitens von der Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge. Was schlägst du vor? Ja, das Notwendige. Du musst sie entlassen. Ich soll sie verraten wie Judas? Jetzt, wo ich ihr Vertrauen habe? Jetzt sag bloß, du hast doch nicht am Ende mit ihr ins Paradies geschaut, wie mit deiner hübschen Hamburger Bibliothekarin, oder? Clemens. Na Gott sei es gedankt. Also Jens, jetzt heißt es stramm bleiben. Und wenn die Strohmeier zurückkommt, dann erledigst du das. Ich meine vielmehr sie.
Und zwar in aller Ruhe und elegant. Des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gott, Frau Spickmüller, was gibt's Neues auf der Welt? Ist wieder so ein Problembär aus Tirol rübermarschiert. Ja, das wird den Ministerpräsidenten überhaupt nicht freuen. Und das ist eins von den neuen moralischen Joghurts aus Fischbach. Heidelbeeren, Molkerei Schüssler, das vierte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was denken Sie? Eine gute Idee. Meinen Sie nicht, dass wir in der Umgebung ein bisschen unseriös erscheinen? Herr Kardinal, vorhin hat gerade meine Schwester angerufen aus Garmisch. Da haben alle Schulen das Zehn-Gebote-Joghurt eingeführt. Na wirklich? So kommt unser Glauben in aller Munde. Und was wollen wir mehr? Na, geschmacklich nicht schlecht. Aber wo ist unser Gebot? Auslöffeln. Auslöffeln steht dann unten auf dem Boden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Aber wenn ich länger drüber nachdenke, rufen Sie mir doch den Domkapitular Stölzer an. Er soll schnell rüberkommen. Eminenz. Kommen Sie, setzen Sie sich. Sie sind doch für den neuen Pfarrer in Fischbach verantwortlich. Na ja, verantwortlich kann man jetzt nicht gerade sagen. Ich habe ihn heute wegen der Vakanz. Auf Ihr Betreiben hin hat er doch die Stelle erst bekommen. Ja, als Vertretung erstmal, aber ich hatte ja keine Ahnung. Herr Stölzer, so ein Talent lass man nicht mehr ziehen in den kalten Norden. Und ich mache Sie persönlich dafür verantwortlich, sonst. Wissen Sie was? Ich muss doch am Sonntag nach Bad Ochsenring wegen meinem Rücken. Da fahren wir einfach zusammen in Fischbach vorbei. Mama, das war ich nicht. Okay, das meine ich doch nicht. Hast denn du überhaupt keinen Anstand mehr? Mama, das war ich auch nicht. Die Inge war's. Da reden wir noch drüber, ja? Entschuldigung, Herr Pfarrer, das ist mein Sohn, der Mischa. Moin. Hallo. Aber die Milch, die muss noch verarbeitet werden. Was machen wir jetzt? Das hast du am Handy auch nicht erreicht. Nein, geht nicht ran. Wir brechen das Tor auf. Das ist Hausfriedensbruch. So. Nicht schlecht, Herr Pfarrer. Ganz toll, Herr Pfarrer. Ja, da nicht für. So, ich gehe jetzt zu Schüssler. Ich komm mit. Nee, Sie bleiben hier und warten auf seine Frau. Ich warte überhaupt nichts. Kommen Sie, wir gehen jetzt und schauen sein Büro an. Ja. Und dich klopfen wir später vor. Was trödelst denn jetzt da rum? Der Safe. Sag einmal, weißt du, wo er den Schlüssel von dem Safe hat? Wieso? Ja, weil wenn der leer ist, dann wissen wir doch, was geschlagen hat. Aber pst, gell? Logisch. Halt mal. Hm?
Nix. Eine Marktanalyse aus München. Ja, sauer. Vierte Gott. Hier, unser Milch, unser Joghurt, alles nicht mehr up to date. Das steht da. Ja, Milch ist jetzt nicht einfach Milch, sondern ein Vitalgetränk. Und unser Joghurt-Image ist völlig überholt. Oha. Herr Schüssler! Was machen Sie denn da? Hören Sie auf damit! Sind das die Schuhe Ihrer Frau? Aus wie wenig. Nicht wichtig, ja? Weil er dich sowieso gleich wieder anvibriert, wenn du allein bist. Allein, Johann, bin ich schon lang. Was willst du eigentlich? Was willst du? Willst du die Scheidung? Die kannst du doch gar nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten. Auch nochmal. Wenn du den Ochsen schlachten willst, dann geht das nicht ohne Blut. Und jetzt will ich es wissen. Wer ist es? Johann! Inge, wer? Du tust mir weh! Ich tue dir weh. So ist es jetzt schon, ja. Ich tue dir weh. Ist er hier vom Ort? Das war das Hochzeitsgeschenk von der Tante Liesel! Du bist doch krank! Es tut mir leid, Inge. Was machst du mit mir? Danke, Frau Strohmeier. Wiedersehen. Darf ich Sie noch auf den Tee einladen? Ich muss weiter nach meiner Dorle suchen. Außerdem habe ich noch Wäsche in der Waschmaschine. Aber was ich nicht verstehe, von Hamburg nach Fischbach. Ich meine, sowas macht man doch nicht freiwillig, oder? Mein Freund Clemens Stölzer arbeitet im erzbischöflichen Ordinariat in München. Und den kenne ich schon seit dem Priesterseminar. Und als diese Vakanz frei war, hat er mich angerufen und da habe ich ja gesagt. Aber der Fisch fühlt sich doch nicht wohl auf dem Berg. Hier in den Bergen ist man Gott näher. Aber was ich Sie fragen wollte, ist, können Sie sich vorstellen, für mich zu arbeiten? Also sozialversichert, Urlaubsgeld natürlich. Ich? Ja. Ja, irgendeiner muss mir doch hier im Haus mal zur Hand gehen mit dem Gips hier. Ich? Im Pfarrhaus? Okay. Ich weiß doch nichts vom Himmel. Ja, ich weiß auch nur, dass er sich manchmal in den Pfützen spiegelt. Aber Sie wissen überhaupt nichts von mir. Doch, Sie suchen Job und ich habe einen. Aber für jemand ohne TÜV? Ich bin nämlich ausgetreten aus Ihrem Verein. Inge. Was ist denn los? Oh, Inge. Ist was mit dem Johann? Entschuldigung, das ist meine Freundin Inge Schüssler. Das ist der neue Pfarrer, Herr Steffensen. Grüß Gott, Entschuldigung. Tag, kommen Sie doch rein. So. Der Johann war immer schon ein sauberer Choleriker. Noch ein Taschentuch? Ja. Bitte. So hab ich das doch nicht gemeint. Gib freilich. Die anderen sind dir doch wurscht. Sag mal, sind die Gottesdienste hier immer so grottenschlecht besucht? Das ganze Dorf hängt doch an eurer Molkerei. Ach so, man heiratet einen Mann und hat man das ganze Dorf am Bein, oder wie? Darf ich auch mal was? Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Das ist lächerlich. Rücksicht. Kleinkariert bist du. Egoistisch bist du. Nein, ich bin überhaupt nicht. Das ist gar nicht wahr. Leuchtturm, werder Sohn. So, was ist hier los? Ich muss noch ein paar Klamotten aus dem Haus holen, aber ich brauche ja nicht fragen, ob du mitkommst. Nein, ich habe noch zu tun. Ich komme mit. Danke.
Auf Frau Strohmeier. Finde ich übrigens super, dass Sie hier aufräumen. Mann, Innetön! Und da wohnen Sie zu zweit ganz allein? Normalerweise so um die Uhrzeit im Wirtshaus. Johann! Sie können doch Ihre Ehe nicht einfach so aufgeben. Achtung. Ich meine, Sie hatten doch auch mal glücklichere Zeiten. Ja, davon werde ich auch nicht jünger. Dann lieber einen klaren Schnitt. Wir sollten uns beeilen. Neue Pfarrer. Das ist der neue Pfarrer. Ich will wissen, ob er Handy hat und ob's an ist. Spielst du jetzt komplett? Was soll denn das? Ja, ist an. Glück gehabt. Johann. Herr Schüssler. Eine Krise ist doch immer ein Anfang. Anfang vom Ende, ja. Herr Schüssler, mein Onkel Hein, der war 35 Jahre auf Makrele. Das ist Ihre subversive Fantasie. Das sind lokulische Verirrungen. Das ist ja schlimmer wie die sieben Todsünden aus Eislutscher. Clemens. Und wie willst du das dem Kardinal erklären, ne? Dass sie gute Arbeit macht und mich in jeder Hinsicht unterstützt. Jens. Dass sie eine Stütze für die Gemeinde ist und sie ist gut zu den Leuten. Ich entlasse sie nicht. Jetzt, ist einmal her. Du willst doch nicht allen Ernstes ein disziplinarrechtliches Verfahren einhandeln, oder? Ist das deine Absicht? Du bist aber weg vom Fenster. Du kannst vielleicht gerade noch als freier Wanderprediger über die Lande ziehen, aber nicht mehr für unseren Verein, wohlgemerkt. Jens, als ein Mann Gottes, als ein geistliches Gefäß sozusagen, weißt du doch nur zu gut, dass unsere kirchliche Gemeinschaft von zwei Dingen getragen und zusammengehalten wird. Nämlich in erster Linie von der Liebe zu Jesus Christus, unserem Herrn, und zweitens von der Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge. Was schlägst du vor? Naja, das Notwendige. Du musst sie entlassen. Ich soll sie verraten wie Judas? Jetzt, wo ich ihr Vertrauen habe? Jetzt sag bloß, du hast doch nicht am Ende mit ihr ins Paradies geschaut, wie mit deiner hübschen Hamburger Bibliothekarin, oder? Clemens. Na Gott sei es gedankt. Also Jens. Das heißt, stramm bleiben. Und wenn die Strohmeier zurückkommt, dann erledigst du das. Ich meine vielmehr sie. Und zwar in aller Ruhe und elegant. Gerade hat es angefangen, dass mir solch eine Freude macht. Soll ich vielleicht einmal mit ihm reden? Die machen doch im Himmel keinen Finger krumm für mich. Die haben keinen Schutzengel für mich. Johann! Johann! Der muss da sein. Johann! Jesus! Verschwind's! Lass mir mal Ruhe! Johann! Du! Wir haben ein neues Marketingkonzept für deinen Joghurt! Johann, ich will doch gar keinen anderen Mann! Aha! Tut's der Alte plötzlich doch noch! Wir haben Anfragen bis weit hinter München!
Probier's. Der liebt dich noch. Du, das neue Becherdesign ist sowas von geil. Design rettet unsere Ehe nicht. Was wirft Ihr Mann denn Ihnen nun vor, Frau Schüssler? Ist er handgreiflich worden? Na, bloß gegen das Hochzeitsgeschirr. Was wirft er mir nicht vor? Ja, ist um die Molkerei gegangen, um die Entlassungen. Oder vielleicht das sechste Gebot? Frau Schüssler? Du sollst nicht Ehe brechen. Haben Sie oder Ihr Mann dagegen verstoßen? Meinen Sie das jetzt technisch oder emotional? Wahre Liebe ist nicht teilbar. Mei, ich hab halt wen kennengelernt. Ja, und hat Ihr Mann rausgekriegt, wer das ist? Na, das darf er nie erfahren. Es ist jetzt wurscht, du wohnst jetzt erst einmal bei mir, Inge. Besser nicht. Na, ist sowieso. Der Micha kann bei mir schlafen, dann kannst du in sein Zimmer, das passt schon. Nein, ich find schon was. Du darfst jetzt nicht allein bleiben, Inge. Also heute Nacht bleiben Sie erstmal hier und morgen sehen wir dann weiter. Und Sie überlegen bitte auch noch mal, ne? Auch ohne TÜV. So, und jetzt sind die 6 Minuten vorbei und wir trinken schicken Ingwertee. Ich hab keinen Schatz nicht mehr, ja, ich bin ganz allein. Ach ja, kein Freund nicht mehr, was soll ich jetzt da? Mit wem hat sie's denn? Die sagt nix, kein Ton. Die wollte nicht einmal zum Chor. Vielleicht ist ja ihr Golflehrer aus Bad Ochsenried. Ja, oder der Fesche Ritsch hier, Fitnesstrainer. Das ist doch jetzt auch wurscht. Aber was passiert jetzt mit der Molkerei und mit Fischbach, wenn die zwei auseinandergehen? Ich red noch mal mit ihr. Ja, mach das. Halt, stopp, aus! Signore mie, Sant'Osvaldo, per favore, Konzentrazione, eh? Und uno, due, tre. Servus. Chef! Harry, bringst mir Helles und einen Obstler. Ja, das hat er jetzt von seiner feinen Apothekerstochter. Naja, dann gehen sie halt weiter und dann schlagt der Blitz zum dritten. Grüß dich, Fritzi. Johann. Servus. Und hast was ausgeredet? Aber ich weiß von nix. Gell? Fritzi. Das sind die Handyverbindungen von deiner Frau. Und die Nummer da hat sie in der letzten Woche 44 Mal angerufen. Ja, also wir Frauen, wir müssen doch zusammenhalten, damit das nicht alles den Bach runter. Aber was sollen wir denn machen? Der Johann ist schuld. Also auf jeden Fall braucht man ganz dringend neues Abfüllmaterial, weil sonst geht überhaupt nichts weiter. Das habe ich schon unterschrieben. Inge! Und für unseren Joghurtbecher. Als erstes brauchen wir einen neuen Slogan, weil Milch tut so gut. Das ist doch euer Hut, oder? Jetzt macht's einmal ein bisschen schneller, ich muss zurück in den Stall. Gut, wenn du mir sagst, wie das zweite Gebot geht. Das zweite Gebot? Ja. Kennst du das zweite Gebot? Kennt irgendjemand das zweite Gebot? Ihr seid doch alle katholisch oder bloß auf dem Papier. Ja. Ich kenn bloß das sechste. Ja, das denke ich mal, dass du das kennst. Und das siebte Gebot? Kennt irgendjemand das siebte Gebot? Nein. Seht ihr das? Ich hab da nämlich eine Idee. Ja, da schreiben wir das drauf. Das ist nicht Ihr Ernst? Freilich. Sie wollen da die 10 Gebote draufschreiben? Nein, auf jeden Becher eins. Also da steht dann da die Geschmacksrichtung und da oben drauf schreiben wir zum Beispiel das dritte Gebot. Und wenn Sie den ganzen Becher ausgelöffelt haben, dann ist da drin die Auflösung. Ja, aber was ist das dann? Katholisch für Anfänger oder was? Die Menschen sind doch wieder hungrig nach einem Sinn im Leben. Ja, aber doch nicht mit Mango-Geschmack. Die Menschen suchen wieder nach Regeln und Werten. Und heutzutage weiß doch kaum mehr einer, was die 10 Gebote überhaupt sind. Wenn jetzt aber der Becher jeden Morgen so auf dem Frühstückstisch steht,
dann reden wir vielleicht wieder drüber. Und das sagen Sie mir als stramme Gottlose. Mei, man muss das auch ein bisschen pragmatisch sehen, oder? Sie haben dann wieder mehr Leute in der Kirche und der Molkerei hilft's vielleicht auch wieder auf die Beine. Die Frage ist nur, gibt's da eigentlich ein Copyright? Ich meine von Ihrer Seite. Copyright auf die 10 Gebote. Ja, Jens, das musst du stoppen. Das musst du sofort stoppen. Ein Copyright. Diese Frage will ich jetzt gar nicht erst nach oben ventilieren. Das haben die Frauen von Feschbach hier so beschlossen. Die Frauen, die singen in der Kirche mit, aber die geben doch nicht den Ton an. Wenigstens noch nicht in unserem Verein. Clemens. Und schon gar nicht in Glaubensangelegenheiten. Das geht hier um 29 Arbeitsplätze. Nein, Jens, da geht es um mehr. Da geht es um deine pastorale Autorität. Und die kannst du dir nicht von 15 wild gewordenen Weibern verschulden. Na, auch eine. Stellen Sie sich vor, wir kriegen die Becher mit dem neuen Aufdruck für 1,9 Cent. Und die Deckel für 0,8 Cent. Und der Tölzer Bote möchte über unseren moralischen Joghurt eine ganze Seite machen. Gratuliere. Sie kriegen aber jetzt nicht Schwierigkeiten wegen uns. Bei Sturm legt sich ein Schiff immer auf die Seite. Und ich bin ja froh, dass Sie sich von meiner Geschäftsleitung nicht ins Boxhorn jagen lassen. Herr Steffensen. Ich wollte Ihnen das eigentlich schon die ganzen Tage sagen. Aber mir hat noch nie was im Leben so viel Freude gemacht wie die Arbeit hier bei Ihnen. Danke. Und ich habe noch nie eine so gottlose Frau wie Sie mit so viel christlicher Nächstenliebe kennengelernt. Wie kommen Sie jetzt eigentlich ausgerechnet hierher nach Fischbach? Ich habe mich in Hamburg in eine Frau verliebt. Ich bin hier, um rauszufinden, was stärker ist. Meine Gefühle zu ihr oder meine Liebe zu Gott. Und sie hat Ihnen den Arm gebrochen? Nee, das war eine kleine tätowierte Ratte. Entschuldigung, Herr. Das war ein junger Mann mit visuellem Körperschmuck und der wollte ihr vom Moped aus die Handtasche klauen. Da hatte ich was dagegen und da hat er mich ein paar Meter mitgenommen und dann bum bum. Das musst du unbedingt dem Johann sagen. Weißt du was? Ich hol das Auto und fahr den auf die Jagdhütte. Ich komm gleich. Dir ist offenbar noch immer nicht ganz klar, was du dir da eingehandelt hast. Auf was für einer Zeitbombe du da sitzt mit dieser Sophie Stromer. Aber Clemens. Jens, diese Frau zahlt seit über 15 Jahren keine Kirchensteuer mehr. Und jetzt halte ich fest, ihr Sohn ist auch noch unehelich. Ja, was mir dieser Herrgottschnitzer da noch alles erzählt hat. Naja, die hat
eine Affäre gehabt mit einem verheirateten Mann. Und in München war es auch noch bei der Bauchtanztruppe dabei. Das weiß ich doch alles, Clemens. Ich weiß auch, dass sie keine Kirchensteuer zahlt. Und da hast du sie trotzdem eingestellt? Ja, bist du jetzt vollends vom Heiligen Geist verlassen? Clemens, die Zeit der Scheiterhaufen ist vorbei. Und jetzt hör mir mal zu. Nein, jetzt hörst du ausnahmsweise einmal mir zu. Ja, diese Frau ist die reinste Destruktion. Die 10 Gebote auf Joghurtbecher. Das ist ihre subversive Fantasie. Das sind lukullische Verirrungen. Das ist ja schlimmer wie die 7 Todsünden aus Eislutscher. Clemens. Und wie willst du das dem Kardinal erklären? Hm? Dass sie gute Arbeit macht und mich in jeder Hinsicht unterstützt. Jens. Dass sie eine Stütze für die Gemeinde ist. Und sie ist gut zu den Leuten. Ich entlasse sie nicht. Jetzt, ist einmal her. Du willst ja doch nicht allen Ernstes ein disziplinarrechtliches Verfahren einhandeln, oder? Ist das deine Absicht? Du bist aber weg vom Fenster. Du kannst vielleicht gerade noch als freier Wanderprediger über die Lande ziehen, aber nicht mehr für unseren Verein, wohlgemerkt. Jens, als ein Mann Gottes, als ein geistliches Gefäß sozusagen, weißt du doch nur zu gut, dass unsere kirchliche Gemeinschaft von 2 Dingen getragen und zusammengehalten wird. Nämlich in erster Linie von der Liebe zu Jesus Christus, unserem Herrn, und zweitens von der Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge. Was schlägst du vor? Ja, das Notwendige. Du musst sie entlassen. Ich soll sie verraten wie Judas? Jetzt, wo ich ihr Vertrauen habe? Jetzt sag bloß, du hast doch nicht am Ende mit ihr ins Paradies geschaut, wie mit deiner hübschen Hamburger Bibliothekarin, oder? Clemens. Na Gott sei es gedankt. Also Jens, jetzt heißt es stramm bleiben. Und wenn die Strohmeier zurückkommt, dann erledigst du das. Ich meine vielmehr sie. Und zwar in aller Ruhe und elegant. Ja, warte mal. Schau. Hab schon. Da. Was, damit? Ja. Vor 4 Wochen hat in die Steuerung von die Glocken der Blitz eingeschlagen. Und jetzt hilft man sich halt damit aus. Das ist die Pikante. Inge, du weißt es noch, wie wir im Rothorn oben waren. In der Nacht sind wir aufgekraxelt. 5 Sternschnuppen habe ich dir runtergeholt vom Himmel. 6. Johann, 6 waren's. Sollen wir nicht noch mal hinaufgehen? Mit deiner Bandscheibe? Oder nach Venedig, dass wir noch mal nach Venedig fahren. Und du gesagt hast, Tauben füttern kann ich auch daheim? Aha. Vibrationsalarm. Dass ich nicht mitkrieg. Warum gehst du nicht hin? Wichtig, ja? Weil er dich sowieso gleich wieder anvibriert, wenn du allein bist. Allein, Johann, bin ich schon lang. Was willst du eigentlich? Was willst du? Willst du die Scheidung? Die kannst du doch gar nicht leisten. Kann man nicht leisten. Sag mal. Inge, wenn du den Ochsen schlachten willst, dann geht das nicht ohne Blut. Und jetzt will ich's wissen. Wer ist es? Johann. Inge, wer? Du tust mir weh. Ich tue dir weh. So ist es jetzt schon, ja. Ich tue dir weh. Ist er hier vom Ort? Das war das Hochzeitsgeschenk von der Tante Liesel. Du bist doch krank. Es tut mir leid, Inge. Was machst du mit mir?
Danke, Frau Strohmeier. Wiedersehen. Darf ich Sie noch auf den Tee einladen? Ich will. Muss weiter nach meiner Dolle suchen. Der Illustrierten. Dann haben wir uns nur noch angespiegen. Ich sag dir, ich will von der Hälfte jeden Euro. Und wenn sein verdammter Milchladen im Bach untergeht. Und was ist dann mit den Angestellten? Und denen ihre Familien? Tja, ich muss jetzt an mich denken. Inge, wenn der Johann dich auszahlen muss, dann geht er ganz Fischbach pleite. Du kriegst zwar dein Geld, aber die Molkerei muss zumachen und die Leute stehen auf der Straße. So ist das Leben. Musst denn du immer bloß an dich denken? Wenn jeder nur an sich denkt, kommt auch keiner zu kurz. Ja. Sophie, so hab ich das doch nicht gemeint. Gib freilich. Die anderen sind dir doch wurscht. Sag mal, sind die Gottesdienste hier immer so grottenschlecht besucht? Das ganze Dorf hängt doch an eurer Molkerei. Ach so, mein Harald Mann. Und hat man das ganze Dorf am Bein, oder wie? Darf ich auch mal was? Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Das ist lächerlich. Rücksicht. Kleinkariert bist du. Egoistisch bist du. Nein, ich bin überhaupt nicht. Ich bin gar nicht wahr. Leuchtturm, der Sohn. So, was ist hier los? Ich muss noch ein paar Klamotten aus dem Haus holen, aber ich brauche ja nicht fragen, ob du mitkommst. Nein, ich hab noch zu tun. Ich komme mit. Danke. Ach, Frau Strohmeier. Finde ich übrigens super, dass Sie hier aufräumen. Mann in den Tönen. Und da wohnen Sie zu zweit ganz allein? Normalerweise so um die Uhrzeit im Wirtshaus. Johann! Sie können doch Ihre Ehe nicht einfach so aufgeben. Ach du. Ich meine, Sie hätten doch auch mal glücklicher gezeigt. Ja, davon werde ich auch nicht jünger. Dann lieber einen klaren Schnitt. Wir sollten uns beeilen. Seht, der wird Sturm ernten. Besser Sturm als Wasser bis zum Hals. Mit wem triffst du denn? Mit der Sophie, der es dann dir jetzt richtig beschissen geht. Da siehst du es einmal, es gibt durchaus noch Menschen, denen es wesentlich schlechter geht wie dir. Als Johann, als dir. Und finanzielles Elend ist manchmal leichter zu ertragen als emotionales. Warum hast du mich hierher geführt? Ich kann doch auch auf Pellworm, mein Lieben, neu justieren. Und kein Mensch ist doch gerecht und tut nur Gutes hier auf Erden. Das hast du selbst gesagt. Der verdammte Herr macht mir noch wahnsinnig. Entschuldige, o Herr, gib mir die Kraft und ich werde hier das Richtige tun. Na, meine Lieben, habt ihr Hunger? Ich schaff das nicht. Doch, Jens, du schaffst das. Nur keine Panik. Ich pack das hier. Es ist alles nur eine Prüfung Gottes. Und Gottes Wille ist, dass wir es zusammen hinkriegen. Ja, hallo, glaubt ihr mir nicht? Ja, ich muss auch mal was essen, ne? Nicht immer nur ihr. Jetzt aber aus dem Haus, ne?
Es wäre schön, wenn wir ein bisschen Verstärkung an Bord hätten. Wunderbar, das Perlmann. Wirklich, exzellent. Die Hühner haben wir aus Südfrankreich, von den Jesuiten. Ja? Moin, Clemens. Jens hier. Jo. Sag mal, eine Pfarrhaushälterin, ne? Muss ich die öffentlich ausschreiben? Du, Jens, das kommt jetzt ein bisschen ungelegen. Wir sind mitten im Perlum. Ja, das ist eine Vertrauensstellung, Jens. Das machst du, wie du willst. Ja, guten Appetit. Wie wird die denn bezahlt? Ja, nach BAT. Und wenn es bei dir im Pfarrhaus wohnt, muss gesondert GEZ abliefern. Das ist doch schon klar, gell? Und sonst? Alles gut bei euch oben? Alles im Einklang mit Gott und der Krähen der Natur hier. Also, dann, gesegneten Tag. Pfarrhaus Fischbach, Steffensen am Apparat. Ja. Mama, das war ja nicht. Die Inge war's. Da reden wir noch drüber, ja? Entschuldigung, Herr Pfarrer, das ist mein Sohn, der Mischa. Moin. Hallo. Aber die Milch, die muss noch verarbeitet werden. Was machen wir jetzt? Das hast du am Handy auch nicht erreicht. Nein, geht nicht ran. Wir brechen das Tor auf. Das ist Haus Friedensbruch. So, halt mal die Seite da. Nicht schlecht, Herr Pfarrer. Ganz toll, Herr Pfarrer. Ja, da nicht für. So, ich gehe jetzt zu Schüssler. Ich komm mit. Nee, Sie bleiben hier und warten auf seine Frau. Ich warte überhaupt nichts. Komm, Sissi, wir gehen jetzt und schauen sein Büro an. Ja. Und dich klopfen wir später vor. Was trödelst denn jetzt da rum? Der Safe. Sag einmal, weißt du, wo er den Schlüssel von dem Safe hat? Wieso? Ja, weil wenn der leer ist, dann wissen wir doch, was geschlagen hat. Aber pst, gell? Logisch. Halt mal. München. Ja, sauer. Vierte Gott. Hier, unser Milch, unser Joghurt, alles nicht mehr up to date. Das steht da. Ja, Milch ist jetzt nicht einfach Milch, sondern ein Vitalgetränk. Und unser Joghurt-Image ist völlig überholt. Oha. Sind das die Schuhe Ihrer Frau? Aus Venedig. Von mir bezahlt. Asche zu Asche. Ja, Ihre Frau ist unglücklich und unglückliche Menschen machen manchmal dumm. Da kräht hier immer so ein Hahn und da wollte ich wissen, ob wir eventuell eine Lösung für das Problem haben. Inge. Wachs jetzt seine Sachen zusammen und verschwindest. Wie bitte? Ihr Ohrring ist im Bett von meinem Buben kling. Ich krieg keine Luft mehr in deiner Nähe. Frau Strohmeier, auch wenn ich die ganzen Details von dieser Situation noch nicht so umreiße, ne? Aber Frau Schüssler genießt hier immer noch Gastrecht. Ja, sie genießt jetzt hier überhaupt nichts mehr. Sophie, es tut mir leid. Dir tut doch gar nichts leid. Ich hab mich doch entschuldigt. Hallo, hallo, hallo. Flitscherl.
verbohrtes Muttertier, verbohrtes. Sie fühlen sich jetzt verraten. Kann ich gut verstehen. Das tut weh. Ist in der Freundschaft heute überhaupt nichts mehr wert? Oder haben Sie das schon gewusst und ich war bloß der Depp? Na, Annie. In Korinther 2,10. Ach, hören Sie mal doch auf mit die Korinther. Oder werden Sie mit der Tochter von Ihrem besten Freund was anfangen? Entschuldigung, aber heute macht doch jeder, was er will. Ich glaube, die Menschen heute wissen immer mehr, was sie wollen, aber nicht, was wirklich für sie wichtig ist. Und die Liebe ist sowieso ein sehr, sehr schwieriges Kapitel. Was wissen Sie denn schon von der Liebe? Frau Strohmeier, ich komme aus Hamburg. Trotzdem, Sie machen die Verkehrsregeln und haben nicht einmal einen Führerschein. Manchmal ist es viel einfacher, sich zu verlieben, als der Liebe zu widerstehen. Und was Frau Schüssler betrifft, verweigern Atheisten den Ertrinkenden eigentlich immer das Rettungsboot? Fragen Sie mich doch lieber, warum ich ausgetreten bin aus Ihrem Verein. Ja, warum wohl? Aus dem gleichen Grund wie alle. Was denn für ein Grund? Naja, weil Sie Ihr Geld lieber woanders verjodeln. Wegen Menschen wie Ihnen riechen es in deutschen Kirchen rein. Dann, wenn's eng wird, ne? Dann kommt ihr alle wieder. Verjodeln. Der Johann von mir. Herr Schüssler, die Sophie wäre dann hier. Grüß dich, Johann. Grüß dich, Sophie. Setz dich bitte. Was gibt's? Es ist ja so. Die Bank macht Druck. Ich muss rationalisieren, die Kosten drücken. Wo gehobelt wird, da fallen leider auch die Späne. Tut mir leid, Sophie, aber ich muss dich und noch drei andere entlassen. Aber ich meine, ich habe doch immer gut gearbeitet. Ich habe nie gefehlt, ich war nie krank. Sophie, dein Bruder, der Michael, arbeitet auch hier. Ich kann zwar aus einer Familie in Lohn und Brot lassen. Verstehst du mich? Woanders bricht der einzige Ernährer weg. Warum geht denn der Joko so schlecht? Hat dich das die Bank nicht gefragt? Langsam. Weil du, Abby, glaubst, Becher voll und Deckel drauf und das war's dann. Sophie, jetzt klangt's. Geh, komm. Der Fisch, der stinkt doch vom Kopf weg. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Servus, Sophie. Ach du, der Carlo hat gerade angerufen, die Chorprobe ist morgen erst um 8. Was ist denn los? Dein Mann hat mich gerade entlassen. Hä? Sag einmal, spinnst du, schmeißt du meine beste Freundin raus? Was tust denn du da? Du sanierst doch keinen Betrieb, in dem du deine besten Leute feuerst. Was interessiert dich denn der Betrieb? Dich interessiert doch was ganz anderes. Ja, den Hausschlüssel, ich hab mir ausgesperrt. Ist er das? Warum gehst du nicht hin? Du kannst mich nicht mehr lieben, aber demütigen lasse ich mich von dir nicht. Johann, Eifersucht steht dir einfach nicht. Was ist jetzt mit dem Hausschlüssel? Inge, wenn die Lawine abgeht, dann reißt's alles mit. Ich bring ihn zurück. Und ich krieg ihn, das verspreche ich dir. Ich krieg den Kerl, mit dem du umeinander tust. Nicht schauen, arbeiten!
Marian Josef. Na, Gott sei Dank. So ein Luderfick, mich so zu erschrecken. Na, aus München. Also Ihre Katze da, ohne links oder rechts schauen einfach. Gestatten, Huber, Herrgottschnitzer in der dritten Generation. Huber, Huber, Huber. Leopold Huber. Moment, haben Sie nicht? Ja, ich hab schon die privaten Krippenfiguren für den Kardinal Rosenlieb geschnitzt. Ja, und haben Sie nicht auch unlängst dem Herrn Kardinal eine E-Mail geschickt wegen der Pfarrhaushälterin? Ach so. Deswegen sind Sie da. Ja, das sollten Sie wissen. Herr Huber. Wissen Sie, die Frau Strohmeier. Herr Huber, jetzt passen Sie mal auf. Wenn Sie ein Problem hier vor Ort haben, warum rennen Sie dann nicht erst einmal selber mit dem Herrn Pfarrer? Zum Beispiel am Sonntag, nach der Kirche, statt seine Eminenz, den Herrn Kardinal, da gleich mit einer E-Mail zu bombardieren. Oder gehen Sie am Sonntag vielleicht gar nicht zum Gottesdienst? Doch, doch, freilich. Ja, sonst müssten wir uns einmal ernsthaft überlegen und überprüfen, ob Sie überhaupt als würdig genug erachtet werden können, in Ihrer Profession als Herrgottschnitzer überhaupt ausüben zu dürfen. Ohne höhere Lizenz sozusagen. Herr Hochwürden. Na, Herr Scheuermann. Die Schüsslerkuh bleibt natürlich auf die Becher. Das ist, sie ist drin. Ja, in bayerisch-blau, genau. Und die Zingibote in katholisch schwarz. Ja, die Anzeige über die ganze Seite, Herr Kinze. Genau, und der Joghurtbecher wie gehabt und obendrauf das Engel. Ja, so wollen wir es haben. Genau. Genau. Das wird ein Riesenerfolg. Das musst du unbedingt dem Johann sagen. Weißt du was? Ich hole das Auto und fahre hinauf auf die Jagdhütte. Ich komm gleich. Dir ist offenbar noch immer nicht ganz klar, was du dir da eingehandelt hast. Auf was für eine Zeitbombe du das ist mit dieser Sophie Strohmeier. Aber Clemens. Jens, diese Frau zahlt seit über 15 Jahren keine Kirchensteuer mehr. Und jetzt halte ich fest, ihr Sohn ist auch noch unehelich. Ja, was mir dieser Herrgottschnitzer da noch alles erzählt hat. Naja, die hat eine Affäre gehabt mit einem verheirateten Mann. Und in München war es auch noch bei der Bauchtanztruppe dabei. Das weiß ich doch alles, Clemens. Ich weiß auch, dass sie keine Kirchensteuer zahlt. Und da hast du sie trotzdem eingestellt? Ja, bist du jetzt vollends vom Heiligen Geist verlassen? Clemens, die Zeit der Scheiterhaufen ist vorbei. Und jetzt hör mir mal zu. Nein, jetzt hörst du ausnahmsweise einmal mir zu. Ja, diese Frau ist die reinste Destruktion. Die 10 Gebote auf Joghurtbecher.